Oder ich müsste mich nur mit dem anlegen. Aber soll ich mich mit dem Bär anlegen, nur wegen Seegras? Aber es sind 3 Stück. Boah, wenn der mich jetzt bemerkt, ne? Dann haben wir keine Schnitte. Da kommen wir nicht ran. Ja, geh mal weiter weg. Noch ein paar Schritte bis zum Baum. Das sieht gut aus. Oh, das ist echt übel. Weil der schwimmt nämlich, glaube ich, schneller, als ich schwimmen könnte. Ja, geh weiter. Oh, ich riskiere das jetzt mal. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Subsistence hier im brutalen Hardcore-Modus. Und wir sind ja hier in der Puma-Hütte, weil wir nicht ganz bis nach Hause geschafft haben und weil uns der Puma den Weg versperrt hat. Und ich hatte ja auch gesagt, dass ich mit der unaufgewerteten, zweischüssigen Doppelschrotflinte dann einfach nicht eingehen will, das Risiko. Die müsste zumindest mal aufgewertet sein. Vielen Dank übrigens an der Stelle für die vielen Kommentare, die immer kommen. Und vor allen Dingen für die gehaltvollen Kommentare, da ist auch schon drüber geschrieben worden, dass das vielleicht gar nicht mal so gut ist mit der doppelläufigen, dass die einfache Schrotflinte manchmal durchaus einen guten Durchschlag hat. Das heißt also, die doppelläufige, die müsste ich wohl schon aufwerten, um da vielleicht mit so einem Vierer Puma anzulegen. So, ich habe mir oben noch 2 Tomaten geholt und neue gesät und eine schon gegessen. Ich sehe auch gerade, dass Eiweiß so weit runter geht. Ich hatte nämlich erst die Idee, dass wir jetzt so einen Schlenker machen und vielleicht am Osagentümpel vorbeigehen. Vielleicht finden wir ja noch eine Lockpickkiste. Ich habe die Taschen ja gar nicht so voll geklopft jetzt, ne? Jetzt essen wir mal erstmal schon mal einen davon. Na, der bringt schon einiges, der Riegel. Na komm, hauen wir uns noch einen rein. Dann können wir das vielleicht so machen. Gut, würde ich sagen, hauen wir ab. Ich habe auch noch ein paar Anzünder gemacht. Mehr ließen die Faser nicht zu, die wir da hatten. So. Ja, dann hauen wir ab, ne? Ich habe hier in der Nacht hier gestanden. Hat die ganze Nacht, fast die ganze Nacht geschüttet. Da waren hier an der Stelle -11 Grad. Vielleicht soll ich noch einen Moment warten. Das ist vielleicht noch ein bisschen kalt. Ich gehe mal aufs Dach gucken. Temperatur. Ich habe ja keine Jacke dabei, ne? -6. Minus 2. Gerade war minus 6. Hier. Schon komisch. Naja, gut. Dann würde ich sagen, wenn wir hier schon nicht frieren, sehen wir zu. Wir gucken mal, dass wir einen Schlenker nach da machen und vielleicht bei den Osagen in der Gegend gehen, durch das kleine Tal nach Hause. Vielleicht finden wir ja so eine Kiste. Dann mache ich hier aus. So. Muss ich hier irgendwas mitnehmen? Hier lassen? Nö. Wüsste ich jetzt nichts. So gut, die Asche. Ja, die kann man hier vielleicht auch mal düngen, falls ich das mal will. Das ist alles in Ordnung. Na denn. So, nur aufpassen hier auf den Calabresa. Ich möchte mich nicht mit dem Puma anlegen, mit dem Vierer. Nicht, dass da noch ein Malörchen passiert. So. Aber ein bisschen Holz klopfen immer, ne? Ich muss aufpassen, dass mir die Tomate nicht vergammelt. Ja, die passt schon fast rein. Guck mal, dann nehmen wir das Eisen auch noch mit. Ja, Obsidian war nicht. Da schrieb der Herr Uwe noch, also hier, da habe ich mich ja kaputt gedacht. Jetzt warst du schon da an dem großen Vorkommen, wo es so viel gibt, und haust du wieder ab. Ja, und von dem großen Wasserfall hat er geschwärmt. Ja, ich kenne den auch. Früher, als wir mit dem Multiplayer schon mal gespielt haben, da haben wir da auch mal so eine Hütte gebaut. Schöne Aussicht. Für mich aber jetzt nicht wirklich primär als Ziel für eine Base. Aber das ist auch Geschmackssache letztendlich. Komm, die hauen wir jetzt rein, nicht, dass mir das vergammelt. Ich vergesse da sowas sonst so leicht. So, dass wir ein bisschen Richtung Osten auch abhauen, ne? Warte, Fasern, Fasern, Fasern. Einsammeln. So, und dann heißt es, die Erdbeeren gibt es erst im Juni. Kann sein.
Und dann hieß es auch in den Kommentaren, es regnet neuerdings jeden Tag, das ist ja wie in 7 Days, jeden Tag der Regen. Ich bin jetzt schon im Juni, ich glaube, war der Uwe auch, wieder geschrieben hat, ich bin jetzt auch im Juni trotzdem jeden Tag Regenwetter. Ja, das ist Kacke, ne? So. Oh, da ist noch eine Kiste. Komm, Baumwollsamen. Da oben ist noch eine. Sollen wir die holen? Weil die haben ja manchmal Baumwollsamen drin, ne? Und das brauche ich echt dringend. Naja, war schon nah dran, ne? War schon nah dran. Komm, dann holen wir die auch noch. Es sei denn, da versperrt mir einer den Weg. Ich sehe aber nichts. Da oben ist noch Kupfer. Da muss ich jetzt nicht unbedingt hochlaufen zu dem Kupfer. Aber hier... Komm jetzt, bitte. Ach ne, eine Feder, ey. Geht's noch? Da sind wir jetzt schon bei dem Revier von dem anderen Puma gleich da vorne, ne? Ich sehe aber hier, ist vielleicht noch wegen dem Regenwetter der Nacht, kaum Wölfe und Bären. Habe ich auch keinen gesehen, ne? Verdächtig, verdächtig. Na, kommen sie alle auf einmal. Ach ja. So, ich hatte ja, glaube ich, gesagt, das ist jetzt ein paar Tage her, heute ist real der 24.04., Mittwoch. Ich hatte ja, wie gesagt, einiges auf Uhr, einiges an Terminen zu machen. Ich hatte die Handwerker hier, da ist was Böses. Und deswegen hatte ich ja vorgearbeitet und das ist jetzt aufgebrochen. Jetzt bin ich sogar wieder knapp. Jetzt muss ich dafür kämpfen und hoffe, dass nicht irgendwelche Videos ausfallen, weil ich nicht hinterherkomme. Aber ich gebe alles. Weil jetzt am Wochenende war ich auch noch tüchtig verschnupfelt. Da ging das auch nicht. Da ist ein Bär. Ist immer lustig, wie das Zeug runterrutscht hier, ne? Kann ich da zwischendurch? Ich glaube, ich gehe lieber da lang. Rauscht. Aber ich muss ja jetzt im Moment nicht rennen, ne? Ja, Zink, denkt man immer, ach, das braucht man kaum. Doch, 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 doch. Vor allen Dingen, wenn man repariert oder wenn man doch mal Hülsen machen muss oder so, da braucht man das schon. Und so für einige Dinge. So. Wo war der? Jetzt habt ihr doch gerade gesehen. Da drüben ist er. Oh, der kommt näher. Flitschen wir mal hier durch. Aus dem Puma-Gebiet sind wir ja raus, würde ich sagen. Ja, längst. Na, das ist immer ein Faserngeflücke hier. Ich habe ja noch, glaube ich, ein Hühnchen im Stall. Wir müssen also zusehen, dass wir auch bald nach Hause kommen. Ich will aber noch nicht ganz aufgeben. Das ist doch ein Reh, was da drin steht, ne? Jetzt ist ja da ein Reh, steht da in dem Schilf. Das sah jetzt vielleicht komisch aus. Ich will auch nicht aufgeben, noch an den Osagen da mal so vorbeizugehen, Schlenker. Ich guck mal eben, wie sieht's denn eigentlich mit unserer Proteinnahrung aus? Naja, ich bin sparsam gelaufen. 2 Riegelchen haben wir noch. Dafür habe ich die dabei, wenn das mal aus irgendeinem Grund so knapp wird, dass man darauf zurückgreifen kann. Sonst müsste ich nämlich, der andere Weg wäre die Alternative, hier irgendwo ein Hühnchen jagen oder ein Karnickel und das ein Feuer machen und den ganzen Vierlefanz. Das ist ziemlich aufwendig unterwegs. So. Da ist ein Wolf. Ich glaube, die Richtung ist aber sonst ganz okay. Müssen wir jetzt noch mal ein bisschen Richtung Osten halten, wenn wir da hin wollen. Ich will zumindest durch das kleine grüne Tal gehen. So, die Osagen haben wir jetzt hier erreicht. Bleib du mal da, du Wolf, du. Komm ich hier so hoch? Ja, sieht gut aus. Da ist meine Angelhütte, meine Angelplattform. Oh, da ist eine Kiste. Die gehen wir aber holen, ne?
Die will ich aber haben. Komme ich hier runter oder breche ich mir die Knochen? Ne, geht. So. Na ja, gut. Na ja, okay. Ah, jetzt hat mir erschrocken. Ich sah erstmal nur den Balken. Denke, hm? Manchmal leuchten die auch durch irgendwelche Felsen oder Hügel durch. Da ist auch ein Wolf. Den habe ich auch jetzt nicht gesehen. Sieht man ja manchmal nicht so gut, ne? So. Da drüben auf den Hügel würde ich gerne gehen und dann durch das Tal zurück da nach Hause. Das wäre doch eigentlich ein Plan. Mit Glück finden wir ja eine Lockpick-Kiste. Das sieht mir nach Kalium aus hier. Oder? Könnte auch Eisen sein. Ja, ist Kalium. Dann ist das halt Kalium. Da ist noch was, ist auch Kalium. Das lassen wir jetzt mal stehen. Obwohl, wenn man einmal einen Platz dafür belegt hat, ne? So. Ist nicht viel los von Wölfen und Bären. So finde ich das eigentlich ganz angenehm. Ich darf das nur nicht laut sagen, weil dann geht es sofort los. Überall Viecher. So, ja, natürlich Samen. Ich dachte, jetzt kannst du vielleicht mal noch eine Möhre reinfegen, aber nee. Nee. Keine Lockpick-Kiste. Bis da hinten gehen wir jetzt nicht hin. Außerdem ist da auch ein Wolf an unserem Madenbaum. Schrott nehmen wir noch mit. Ah, ich muss noch ein bisschen Holz hauen, ne? Das nützt ja nichts. Ja. So. Hier die Blätter noch einsammeln. So, dann wollen wir mal einen Blick hier in das Tal werfen. Ich sehe schon mal erstmal gar nichts. Naja. Und dann hier durch zurück. Sollte ich den nochmal eben da gucken? Da vorne? Bei unserem Felsen für die Erze? Mal, wenn wir schon mal hier sind, ne? Ich sammle nur eben hier. Ah, da ist ein Wolf. Das ist auch doof. Kommt man da nicht durch. Der hat aber einen Zahn drauf. Der kommt hier in unsere Richtung, du schnellen Fußes. Ja gut, dann gehen wir mal da gucken. Da sehe ich was. Das könnte Kalium sein oder Eisen. Ah, da ich sehe die Lockpick-Kiste. Haha. Also hier habe ich auch noch keine gesehen. Die waren meistens eher unten im Tal. Guck mal, die holen wir dann jetzt und dann ab. Ab dafür. Ja, ein bisschen Platz habe ich noch. So, jetzt komm, ich brauche Baumwollsamen. Keine. Ja, das ist ja ganz nett hier. Guck mal hier, wenn man das mal so zusammenkercht, ne, dann ist das gar nicht mehr so viel. Siehst du das hier? Das sieht immer so aus, als wenn da wer weiß, was wäre und dann ist das gar nicht so doll. Hier, das sind ordentlich viele. Na ja, komm. Da kann ich jetzt doch tatsächlich, würde ich sagen, nochmal auf den Hügel gehen hier. So. Ist ein bisschen leise. Ich muss mir das ein bisschen lauter machen. Ich muss ja Knurren hören können. So. Da ist ein Bär. Aber hier, das Kupfer können wir noch holen, oder? Oh, der kommt, der kommt, der kommt. So, mal gucken, ob wir da noch rankommen. Da ist nämlich Eisen, wie es aussieht, aber da ist der Bär echt nah. Nee, das geht nicht. Das geht so nicht.
Weil der kommt ja noch näher. Lass mich abhauen hier. Oh, hier ist noch was. Kriegen wir das noch? Oh, das sollte klappen, ne? Ist aber Kalium, ja. Denn ist das so. So, ich glaube, durch das kleine Tal können wir schlecht gehen. Aber ich glaube, zwei Lockpickkisten liegen da eh nicht. Dann können wir hier lang. Haben wir noch ein bisschen Holz mit. Na, sieht schon wieder nach Regen aus, ne? Kriegen wir das etwa auch so, dass wir hier jeden Tag den scheiß Regenwetter kriegen? Das wäre oll. Fände ich nicht so toll. Weil es ist so oll. Ich meine, klar. Kann durchaus sein, hier Alaska, dass du auch Kackwetter hast. Mal kommen, eben die Fasern einsammeln. Ne? Aber jeden Tag muss da auch mal hier ein paar Tage am Stück schönes Wetter sein. Da sind noch mehr. Oh, hat gar nicht geknurrt, ne? Ich habe das jetzt, irgendwas habe ich jetzt gehört. Boah, hab ich mich jetzt erschrocken. Dabei war gar nichts. Entweder habe ich mir das eingebildet oder das war in der Realität irgendwo ein bisschen, was ein Geräusch war. Von den Nachbarn oder so. Weiß der Teufel. Oder ich bin einfach Mischige. Nerven blank liegen hier immer bei dem Spiel. Ist wirklich ein Unterschied. Diese Nervosität und dieses Hellhörige, was man hat am Anfang bei dem Spiel, wenn man noch nicht so gut ausgestattet ist und kaum bewaffnet ist, wo man echt sich vor den Viechern in Acht nehmen muss, ist im Brutalmodus einfach so, dass das bleibt. Das bleibt erhalten. Auch wenn man gut ausgestattet ist, das ist immer gefährlich. Vor allen Dingen ja deshalb, weil ein Fehltritt, ein Fehler, den man ja immer mal macht, ja, fatale Folgen haben kann, ne? Oder hat auch. Wenn man einmal stirbt, ist alles weg, was man dabei hat. Und dauert hier auch deutlich länger, das wiederzukriegen, weil die Ressourcen eben weniger sind. Hier ist niemand. Ich glaube, ich habe auch schon wieder ganz gut was an Fasern zusammengesammelt, ne? Was haben wir denn da? Ja, guck, 69. Ist doch nicht schlecht. Aber keine Baumwollsamen und keine hochwertigen Erze. Also Lithium, Silizium oder Obsidian, nichts. Aber zwei Wölfe vor der Tür, weißt du? Ja, herzlichen Dank auch. Ihr könnt mich auch mal gerne haben. Kreuzweise. So, müsste ja mal gesagt werden. Da vorne steht doch wer. Ja, ein Wolf, natürlich, was sonst? Mann, 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 ey. Ich gehe jetzt aber trotzdem... Oh, da ist Wolf, aber hier ist Kiste. Komme ich da noch ran, Jo, ne? Nein, natürlich nicht. Ich habe die Taschen schon ganz schön voll. Passt die noch rein hier? Ja. Aber jetzt ist alles voll, ne? Na, guck mal. Ey, guck mal da. Da komme ich ja gar nicht ran da oben. Das ist Silizium. Da rennst du über die ganze Map und hast halt Silizium quasi vor der Tür, ne? So, hatte ich hier nicht noch ein Tier drin? Ich weiß das gar nicht mehr. Nee, oder? Verhungert sein kann das nicht. Dann hatte ich das nicht. Okay. Na, ist ja okay. Wusste ich jetzt gar nicht mehr so genau. Können wir das mitnehmen? Ja, hier noch so gerade. So, der läuft noch, das heißt also, der Strom ist nicht zwischendurch ausgegangen. Aber das ist jetzt auch nicht mehr so wahrscheinlich. Wir sind schon ganz gut ausgestattet. Ich werde noch ein bisschen verzögern, bevor wir oben das Panel aufwerten. Da sind so ein paar andere Dinge, die, glaube ich, wichtiger sind. So, habe ich irgendwas für den Kühlschrank? Nö. Außer Hunger. Pass auf, dann machen wir jetzt erstmal hier die Taschen leer. So. Nee, das kommt ja hier nicht mehr rein. Das. Jennis. Die ist ja schon einiges wieder. So, den machen wir voll. Einschalten bei Bedarf. Nee, 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 nee. Bretter? Wo? Jetzt haben wir hier die vier. Machen wir die so lange da rein. Obwohl ich überlege, die vielleicht zu verwenden. Ja, ich weiß das nicht. Dann haben wir die noch. So. Wie sieht's denn eigentlich aus hier? Mit Strom und Masse. Ja, guck mal, Bombe. Der ist schon fast voll. Könnte man fast schon wieder ins Bett machen, ne? Hm. Ja, hier geht gar nichts.
So, dann haben wir noch den Kleber. Dann haben wir noch Samen. Und die Samen, die müssen eigentlich hier hin, ne? Wo gehört das denn hin? Das gehört doch woanders hin. Das ist ja, ja sicher hier. Guck mal. Die Blätter. Ach so, da haben wir noch die hier. So. Ich brauche einen neuen Schlüssel. Ich glaube, aber ich habe noch einen im Schrank, ne? So. Das sind nur 8. Da hat auch irgendjemand was zugeschrieben. Die sollte ich lieber aufsparen. Für Waffen machen. Ja. So, dann einen Lockpick-Schlüssel müsste ich doch hier noch einen haben, oder? Ich habe keinen mehr. Oh, 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 oh. Dann muss ich einen machen. Weil den sollte man schon immer in der Tasche haben, ne? So, pass auf, dann füllen wir den wieder auf. Dann haben wir da 5, das ist gut. Ja. Wie sieht's hier aus? Ach, guck, hier haben wir auch was gemacht. Ja, wir haben jede Menge Strom, den sollten wir nutzen. Aber bevor ich den jetzt nutze, überlege ich erstmal, wofür das jetzt am sinnvollsten ist, außer fürs Schmelzen. Ja, ich würde die gerne aufwerten, aber ich glaube, da komme ich mit den paar 8 nicht aus, ne? Ich habe das schon wieder vergessen. Ich weiß, dass ich da schon mal nachgeguckt habe, was das kosten täte. Und da fehlte irgendwas. Ich weiß aber nicht mehr genau, was. Aufwerten, gucken wir nochmal eben. 3 geht. Das müsste gehen. Das wäre eine gute Sache. Also 3 Seile muss ich erstmal machen. Das kostet natürlich Sehnen, ne? So, 3 Seile machen. So, was war das noch? 3 Seile, 2 Barren. So, und dann hat man noch irgendwie 15, ne, 5. Und dann sind da noch 3 Waffenteile. Das mache ich jetzt. Ich glaube, das ist wichtig. Dann sollte da einiges mehr sein. Was gibt das? 15% mehr Feuerkraft? Irgendjemand hat geschrieben, es ist schon wieder ein paar Tage her, als ich das gelesen habe, dass wenn man mit der normalen Schrotflinte richtig gut trifft, dass die mehr Schaden anrichtet als hier die doppelläufige. Die doppelläufige hat ja den Vorteil, dass man zweimal hintereinander abziehen kann, obwohl ich glaube, dass ich das beim letzten Mal aus reiner Gewohnheit nicht gemacht habe. So, steht hier was bei, was das bringt? Feuerkraft. Ja, das steht aber nicht bei, wie viel das bringt, ne? Warum eigentlich nicht? Ne? Tja. Aber das möchte ich machen. Guck mal, da ist das alles. Oh. Jetzt reicht das natürlich auch nicht für einen Schlüssel. Aber den Schlüssel machen wir dann auch noch. So. Happen essen sollte ich vielleicht. So, ne? Da sieht die Welt schon mal anders aus. Ich glaube, das ist schon mal viel wert. Was ist eigentlich oben? Habe ich die andere Schrotflinte da drin und die ist noch gar nicht aufgewertet, ne? Wir brauchen auf jeden Fall von diesen Waffenteilen. Doch, die hat einen Punkt. Das ist schon mal gut. Aber ein Gewehr ist hier nicht. Was kostet das eigentlich? Ist das ganz dramatisch, das zu machen? Weil das müsste ich hier auch haben. Weil wenn was passiert, habe ich sonst kein Gewehr. Aber da habe ich doch ein anderes gemacht, ne? Genau. Genau, das andere. Aber das kostet alles. Das können wir nicht. Bloß keinen Flieger. Jeden Flieger, der abstürzt, den müssen wir einsammeln. Achso, den können wir wieder reinsetzen hier. Unterhebel. Ja, 20. Mhm. Das ist so eine Sache. Und Barren brauchen wir. Also wir müssen fleißig auch schmelzen. Strom haben wir ja. Für Barren machen müssen wir eben auch die hier haben, ne? Wo ich sagen, 20, 20? Machen wir 20, 10, oder? Ach, da ist genug Strom, da passiert nichts. So, komm. Walter deines Amtes. So. Dann würde ich sagen, die Zeit ist auch schon bald um, oder?
Lass mal eben gucken. Ja, ein bisschen haben wir noch. Gehen wir noch schwimmen. Aber erst gucke ich, ob ich die Kiste kriege. Und dann gehen wir noch eine Runde schwimmen. Wegen Seegras vor allen Dingen. Da ist noch ein bisschen... Ja, muss ich auch einsammeln. Sandstein für Glas. Auch wenn sich das jetzt noch ein bisschen verzögert hat, das wird kommen, dass wir das brauchen. Na? Naja. Irgendwie kann ich mich mit dem großen Revolver, mit der Magnum, nicht so richtig anfreunden. Ne? Die habe ich immer, aber dass die so richtig zum Einsatz kämen, mehrmals, und das ist irgendwie nicht. So. Jetzt bringen wir das noch schnell rein, gehen noch eine Runde schwimmen. 15 Grad, weil es ja so warm ist. Bei 15 Grad schwimmen gehen? Nee, das würde ich nicht machen. So. Ja, ein bisschen was ausladen. So. Gut. Halliop. Ja, das ist immer so eine Sache hier im Hardcore, ne? Weit und breit nischt. Da ist was, aber da ist auch ein Bär da in der Nähe. Ne? Ich guck mal eben hier um die Ecke. Da sehe ich mal nichts. Ja, da können wir schlecht hin. Wenn der das bemerkt und dann ins Wasser kommt. Oh, das sind drei Stück. Drei Stück sind da. Dann haben wir natürlich die Arschkarte. Dann würde ich für Seegras ins Gras beißen. Passt auch gut, ne? Für Seegras ins Gras. Guck mal. Eins, zwei, drei. Und dann der Bär hier in der Nähe. Hau ab da! Oder ich müsste mich nur mit dem anlegen. Aber soll ich mich mit dem Bär anlegen, nur wegen Seegras? Aber es sind drei Stück. Boah, wenn der mich jetzt bemerkt, ne? Dann haben wir keine Schnitte. Da kommen wir nicht ran. Ja, geh mal weiter weg. Noch ein paar Schritte bis zum Baum. Das sieht gut aus. Das ist echt übel. Weil der schwimmt nämlich, glaube ich, schneller, als ich schwimmen könnte. Ja, geh weiter. Oh, ich riskiere das jetzt mal. Bloß weg. Der hat es nicht bemerkt. Huh, das hat sich gelohnt. Das war gut. Noch mehr? Weil wir müssen ja auch Gegengifte wieder machen. Ich habe ja auch einige vor. Da ist tatsächlich noch einer. Guck mal. Ja, im Sommer, ne? Im Sommer gibt es ein bisschen mehr. Von dem Seegraszeug. Eigentlich ja auch richtig. Ich meine, das leuchtet ja irgendwo ein, dass das im Sommer besser wächst als in der kalten Jahreszeit. Ne? So, bevor das weggammelt, schon mal in Sicherheit bringen. Andere Nische. Was haben wir denn da? Drei? Sind wir jetzt bei sieben? Nochmal drei wäre gut, ne? Müsst ihr auch bald wieder angeln. Ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viel von dem Fischtranzeug, von dem Fischöl, ne? So, da ist niemand. Dann können wir uns auch eben den Sandstein wegklopfen da. So. Was ist als nächstes zu tun? Wir müssen einen neuen... Wo sind denn die beiden Wölfe? Wir müssen einen neuen Lockpick-Schlüssel machen. Ich dachte, ich hätte noch einen. Habe ich denn vielleicht eine andere Kiste gepackt? Ich denke mal nicht. Oder? Ich guck nochmal genau. Ah, doch, da ist noch der Wolf. Haben gesehen, aber ich habe da das Eisen gesehen und die Fasern. Und denke mir auch, holst du dir das? Da ist der andere, siehste. Ja, komme ich hier ran? Also gerade. Lohnt alles nicht. Nimm mal da die Fasern. Geht doch auch. Fasern sind Fasern. Ja.
Ja, sind wir mit den Fasern ganz gut dabei. Wir haben ja, glaube ich, schon einen Tausender auf Seite gelegt. Wenn der andere jetzt auch mehrere hundert ist, dann, glaube ich, haben wir da schon mal so ein bisschen was an Vorrat. Na? So, da war noch einer, hier war noch einer. Gut, jetzt wird's duster. Viel Schwimmen war nicht mehr, ne? Und keinen mehr gekriegt. Ich gehe noch mal einmal rein. Vielleicht finden wir ja noch einen. Dass die nachgespawnt sind oder so, aber ne. Ne. Ich sehe nix. Naja. So, nächste Aufgabe. Lockpick-Schlüssel. Ja, 239. Das ist doch schon mal nicht schlecht, Herr Specht. Wie sind wir eigentlich mit dem Sandstein zur Runde? Naja, das ist nicht so viel. Da müssen wir mal ein bisschen hinterher. Weil wir brauchen nämlich für später für die Glaskiste Unmengen. Und wenn ich dann erst anfange, dann machen wir folgenlang nichts anderes, als diese blöden Sandstein abzuklopfen. Aber ich habe nichts gegessen, sehe ich gerade. Ich fange ja schon das Hungern an. Dann ziehe ich mir jetzt erstmal hier so ein Ding rein. So. Den Rest machen wir dann morgen, bevor wir irgendwie losgehen. Ich mache jetzt wohl auch den an hier. Ja. Schon wieder einer voll. Und in der Nacht kümmere ich mich ein bisschen um das Gewächs vor oben. Was haben wir denn hier an Platz? Also Zwiebeln können wir ernten. Eventuell auf jeden Fall auch Tomaten. Und eventuell auch ein bisschen von den Möhren. Ja. Gut, gut. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare, seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir hier weitermachen. Und ich freue mich drauf. Bis dann, bye bye, tschüssi.